Okay, durch so eine Lücke fallen wir nicht. Das ist sehr schön. Gut zu wissen. Aber ich möchte trotzdem mir diese Torch nochmal zurückhaben. Und die anderweitig irgendwo platzieren. Und zwar genau dorthin. Ach Mann. So. Und hüpp. Und hüpp. Und hüpp. 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 Ach ja. Das kann ja jetzt mal wieder ein bisschen länger dauern. Denn wir brauchen immer zwei von diesen Strichen. Oder drei sogar. Damit wir weiterkommen. Also mit anderen Worten, ich sollte vielleicht dann doch nochmal ein bisschen... Moment. Oh, wir können sie ja so bauen. Na gut. Dann bauen wir uns von denen nochmal, wie viel? Puh, keine Ahnung, 300. Oder 200. Machen wir 200. Dann haben wir noch ein bisschen Holz auf Lager. 200. So. Ja, okay. Mit dem Doppelsprung habe ich echt ein bisschen übertrieben. Denn das mit der Energie ist halt ein bisschen kacke. Das ist echt kack jetzt. Aber hier kann man das natürlich mit dem Doppelsprung machen. Aber ich würde das natürlich hier jetzt halt dementsprechend anpassen, sodass man dann die ganze Zeit am Springen ist. Oder sein kann. Halt einfach empfehlen. Okay. Die wissen, wo wir herkommen. Er charged uns! Er hat es zumindest versucht. Ja, komm. Das erinnert mich ein bisschen an den Kampfstil von Rune. Auch ein sehr geiles Spiel. Habe ich auch schon Let's Played. Da war nämlich der Kampfstil genauso. Also mit Rechtsklick konnte man blocken. Mit einem Schild, wenn man eins hatte. Wenn man nicht gerade ein Zweihandschwert hatte oder so. Oder eine Zweihand-Axt. Ja, also daran erinnert mich das gerade hier ein bisschen. So. Solange wir noch Stufen haben, brauchen wir jetzt das mit dem Doppelsprung eigentlich nicht machen. Ich hoffe nur, dass wir endlich mal zu unserem Lager da unten kommen. Es ist zwar cool, dass es einen riesigen Planeten gibt. Also so eine riesengroße Welt, in der wir uns hier gerade befinden. Mal so eine kurzen Abstände, zack, 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 zack. Weg mit dir, du Vieh. Na komm, schieß wieder. Trau dich doch.
Ach, Kacke. Kacke. So. Aber das war jetzt wieder sehr typisch Meltas hier. Ja. Bloß nicht zu sparsam mit den Dingern sein, ne? So, jetzt hier immer noch so eine dramatische Musik. Ja, so, das hing da wahrscheinlich mit den Viechern da zusammen. So. Dann wollen wir doch hier einfach mal noch eine Fackel setzen, damit wir unsere Ziele sehen. Auf die wir jetzt eiskalt einfach mal mit Pfeilen drauf schießen. Oh. Darauf hoffen, dass wir endlich noch ein bisschen Fleisch bekommen. Ja, da hätten wir noch was. Na, kommst du mit deinen Steinchen nicht so hoch? Arsch. So. Hätten wir. Da war ein bisschen Gold. Kannst du dich nicht im Wasser ducken? Wieso kannst du dich im Wasser nicht ducken? Okay. Na, das war jetzt gerade wieder ein bisschen knapp. Ich dachte eigentlich schon, dass ich jetzt da wieder runterfalle. Okay, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen die Höhle erleuchten, damit wir hier auch die Dinger sehen. Das wäre so geil, wenn es so eine Seilwinde gäbe. Ach ja, ach ja, ach ja. So. Okay. Weiter, weiter, weiter. So, jetzt sauen wir da so ein Ding hin. Hier müssen wir die Wand mal ein bisschen begradigen, damit wir dann halt nicht runterfallen, wenn wir schon so sparsam sind, ne? Ja, 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 ja. Ich glaube, diese komische Temperaturskala, da mit dem Ding haben wir kein Problem mehr. So, hoch dürfte man eigentlich springen können. Müssen wir mal ausprobieren. Jo. Also so kommen wir auf alle Fälle. Okay. Moment, Musik. Achso, habe ich keine Loop drin. Schade. Ich mach da jetzt einfach den Durchbruch. Schade. So, also hier nochmal so ein komisches Ding. Zack und zack. Okay, haben wir ja eh hier noch ein bisschen was, ne? Kriegen wir zumindest hier noch ein bisschen was an Eisen. So. Angst. Da haben wir schon ganz anderes erlebt.
auch überlebt. Stimmt, da war ja auch noch was. Hier gab es ja dann nochmal so ein separates Erzzeug oder halt Steinzeug. Aber finde ich schön, dass ich mich jetzt hier schon wieder fast 3 Stunden oder 2 Stunden zumindest, müsste es sein, wieder darin aufhalte, hier unsere gescheiterte Mission noch mal zu erneuern. Ich sag mal, bei den kurzen Sprüngen hier, wenn man diese baut, da braucht man nicht unzwingend diese Fackeln setzen. Oh Gott, ey. Das war jetzt wieder auch so eine schöne Scheiße. Das ist halt immer so kacke, wenn man dann nach unten drückt und Leertaste, dass man dann so nach unten fällt. Das ist halt ungewohnt. Diese Tastenkombination. So. In der Höhle setze ich auch mal eine Fackel. Nein! Nein! Oh, das war jetzt auch wieder so eine Sache. Kotze, ey. Richtig arge Kotze, ja. Pretty hungry. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na komm. Komm. Konzentration lässt nach. Wir sind unten. Wir sind unten, Freunde. Basislager 2. Wir haben das Basislager 2 erreicht. Yes. Of course. We have challenged this challenge. Wir haben die Herausforderung completed. We have the challenge complete. Oh yes. We have. Scheiße. Und unser Campfire ist natürlich nicht mehr voll mit dem Zeug. So. Hätten wir bezwungenes Vieh. So. Da oben haben wir auch ein bisschen was. Okay. So, dann habe ich zumindest hier jetzt erst einmal das erreicht. Diese Position. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt können wir ja eigentlich mal, dass wir uns hier dran wieder orientieren können. Hier nochmal das Ding mit abstechen. So. Oh ja. Oh ja, oh ja. Weitergraben? Ich weiß es nicht. Wollen wir jetzt hier weitergraben oder soll ich jetzt den Weg nach oben wieder antreten und uns erstmal eine bessere Rüstung bauen? Ich glaube erstmal das Weitere, war.
weitergraben. Das können wir natürlich immer noch machen. Auf das Runterfallen, das ist ja dann leichter, als das wieder hochkommen. Oh, hat das nicht sowas Meditatives? Ich höre schon auf. Oh, ich möchte eigentlich noch den Batzen Kohle da mitnehmen. Der liebäugelt gerade mit mir, deswegen nehmen wir den auch mit. Könnten wir ja mal gucken, was wir haben. Wir haben 133 Kohle, ja, also damit können wir schon was machen. Also unsere Stahlbarrenproduktion können wir schon mal zum Anlaufen bringen. Das ist schon mal sehr cool. 1200 Pixies haben wir auch. So, go, go. Okay, und jetzt, weil wir schon dabei sind, Stacheln entfernen. Alles menschenmögliche tun, das abzubauen da, diese Scheißstacheln. Oder glitschmögliche tun. Wir sind ja keine Menschen. So, die hätten wir. Wieder 85 Pixies bekommen. Oh Gott, jetzt kommt hier diese große Höhle. Mit dem Super Jump'n'Run, was der Matters gebaut hat. So, und bloß sich zu viele von diesen Plattformen bauen, wäre ja zu einfach. So, und so, und so, und so. Ja. Ich frage mich, wie tief wir noch graben müssen. Ist schon praktisch, dass man hier auch so einen Doppelsprung mal hin und wieder machen kann. Und so, und so, und einfach nochmal einen Doppelsprung. So, und so, und so und so und so und so und so und da noch weiter hoch. Verdammt. So. Nein! Ja, jetzt ist die Jump Power weg gewesen. So viel dazu, ne? Zum Doppeljump. Uns hätten wir euch wieder besiegt. Wieder mal all die Monster, die auf unserem Wege uns kreuzen. Die werden wir aufs Kreuz legen. So. Ja, das habe ich ganz bewusst gemacht, ja, weil ich wollte ja auch was auf dem Rückweg zu tun haben. Und das ist natürlich dann auch sehr clever gewesen, ja. Sonst wäre mir vielleicht noch langweilig geworden und euch erst recht durch den Melters. Na komm. So, dann hätten wir das Vieh auch bezwungen. Was intelligente Monster sind, also wo wir dann so ein Brain extracten, also ob wir dann auf den Affenplaneten gehen müssen, um dort ein Gehirn zu extracten, oder ob wir
das auch von wirklichen Monstern bekommen. Nämlich, ich möchte da jetzt nicht so sinnlos irgendwelche, irgendwelche Menschen oder humanoide Leute ihres Gehirns berauben. Bloß damit ich da mir einen Cyborg bauen kann. Aber dafür braucht man natürlich dann auch erstmal einen Prozessor. Aber wo kriegen wir den Prozessor her? Ob das dann wieder so eine Sache sein wird, die wir uns dann wieder durch irgendein Raumschiff ergaunern müssen, wäre ja eigentlich auch gar nicht so abwegig. So. Komm. Zack. Zack. Ja, da habe ich wieder ein bisschen zu viel hingesetzt. Halt, Moment. Geht das? Ja, das geht natürlich. So. Ach ja, Freunde. Es tut mir leid, dass es so elendig lange dauert. Aber nun gut, ich wollte den Erdkern sehen. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich aufgegeben habe. Wisst ihr, was mir gerade so eingefallen ist? Ich habe das Fleisch schon wieder in diesem scheiß Lagerfeuer liegen lassen. Ach, Kacke. Jetzt verbrennt es wieder. Okay. Aber nun gut, wir müssen zu dem Mechanic Table. Dann können wir uns unsere Rüstung bauen. So. Und dann können wir natürlich dann wieder absteigen. Hinab in die Tiefen. Das mache ich eigentlich bloß, um Zeit zu schinden, ja. Ich weiß eigentlich, wie es weitergeht, aber weiß ich nicht. Aber ich möchte es euch bloß nicht zeigen, ne? Weil das dann wieder zu heavy wird für den Meltas. Wir haben jetzt kein Zeug mehr. Scheiße. Das war jetzt nicht so clever. Okay, also wenn wir schon mit der Spitzhacke arbeiten, dann müssen wir es natürlich dann auch ordentlich machen. Ernsthaft? Oberfläche! Oberfläche! Ja, geil! Wir sind da! Juhu! I'm so hungry und oh, unser Garten sieht doch echt pompös aus, muss ich so sagen. Ja, muss ich echt sagen. Ach ja, erstmal hier die Tür zu. So. Glücklich sind wir angekommen. Und hier diesen komischen Plan, den können wir weghauen. Jump Boost haben wir ja schon, hat er ja gesagt. Und dann möchte ich mal sagen, hier... Oh ne, der kann erstmal sich das Steak hinterpfeifen. Und danach kann er sich noch mit Banane hinterpfeifen. So. Genau, dann hätten wir das. Ach ja, ach ja. Bathic Shield. So, this item needs to have a description. So. Dann baue ich mir das Bathic Shield mal. Sieht wahrscheinlich besser aus. So. Ja, sieht doch besser aus hier. So. Dann haben wir das auch. Und jetzt möchte ich aber auch gleich nochmal hier Steelbar. Moment. Auf zu dem Smelter. So. Die Truhe haue ich weg. Die Truhe auch. Und die Truhe auch. So, bam, 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 bam. Dann können wir die hier auch weghauen. Die Holz, die Steinspitzhacke. So, hier. Hau mal bitte das Ding in den Ofen. So. Extracten brauchen wir erstmal nicht. So, was haben wir hier? Laterne, bla bla bla. Stonebrink. Bla 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 bla. Nee. Hier können wir erstmal nichts bauen.
oder so, müssen wir uns an den Tisch wagen. Ach ja. Steel Door, Steel Chair, Steel Bed. A Common Steel Bed. Meta Block. Okay, dann möchte ich jetzt einfach mal sagen, wir versuchen uns an der Rüstung. Also wir brauchen in Summe 1500, um uns die gesamte Rüstung zu bauen. Okay, 1500 und divers viele, also pervers viele Steelbarren. Und zwar brauchen wir wie viel in Summe? 12 plus 20 sind 32 plus 35 sind 67. So, also brauchen wir 67 Steelbars. Da kommen wir nicht drum rum. Da brauche ich jetzt auch nicht irgendwie feilschen oder sonst irgendwas, sondern einfach mal hier eine 67 eingeben und Glitch Spawner. Spawn your very own Glitch Villager. Das ist ja mal fett. Moment, ich gehe jetzt mal felsenfest davon aus, dass man sich hier irgendwo einen Planet aufbauen kann und sich dann halt wirklich eine gesamte Stadt selber bauen kann. Das ist natürlich wirklich cool. Möchte ich natürlich jetzt nicht machen, weil ich jetzt meine Rüstung upgrade. So, zack und zack und zack. So. Fangen wir mal an mit dem hier. Scheiße, das Ding hat 1200 gekostet. Ach, fuck. Okay, gut. Ja, so viel zum Thema Lesen, ne? Okay, hier könnte ich vier... Moment, da machen wir es ganz anders. So. Ich glaube, man hat 50 bekommen gehabt für Dingens. Für Kupfer. Dann würde ich einfach mal sagen, 31 opfern wir jetzt einfach mal hier rein. Die Raffinerie. 10. Scheiße.